herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Abarth und ich bringe euch mal auf den aktuellen Stand, was so in den letzten Tagen passiert ist. Ist extrem viel passiert. Mittlerweile kriege ich ein richtig gutes Gefühl bei diesem Auto. Mittlerweile sieht das Ganze auch alles so aus, wie ich mir das vorstelle und ich freue mich wirklich drauf, wenn das jetzt bald losgeht mit den ersten Tests, weil ich glaube, so langsam steckt da ein bisschen Potenzial drin. So, wir sind soweit, dass die Hinterachse wieder rein kann. Ihr erinnert euch ja, die war einmal nur bei Schwan, weil wir eh Marios Corso mit hatten, ist die 1:1 einfach einmal nochmal ins KTL-Bad gewandert. Hier ist jetzt einmal frisch KTL drauf und dementsprechend sieht die wieder so fresh aus. Ja, dann sieht erstmal aufwendig aus, neue Radnaben, liegt aber einfach daran, dieses Auto hat Radnabe mit Radlager in einem Teil. Das heißt, man kauft das kombiniert neu. Die Achsstummel haben wir einfach nur gestrahlt und einmal lackiert und neue Bremsleitung gebördelt. Und weiter geht's. So, jetzt hatten wir ja darüber gesprochen, dass wir hier von DNA Racing diese Uniball-Lager reingemacht haben, die Hinterachslager. Und dabei haben wir festgestellt, dass die ganze Achse in diesen Aufnahmepunkten sich bewegt hat. Zusätzlich haben wir das daran gemerkt, dass wenn wir um die Kurven gefahren sind, die Räder hinten, außen, oben geschliffen haben. Das heißt, das ganze Auto hat sich so weit links und rechts bewegt auf der Achse, dass die Räder tatsächlich schleifen konnten. Und ich glaube, das waren diese Achsaufnahmen. Und diese Achsaufnahmen haben wir jetzt hier einmal radikal massiv verstärkt. Das heißt, hier sind überall Bleche eingeschweißt, sowohl dieses. Dann haben wir das alles verschweißt plus Blech und hier ist auch nochmal ein Blech drin. Das heißt, das ist jetzt wirklich maximal steif. War natürlich die Hölle, weil wir sind natürlich da erstmal rangegangen, haben es mehr oder weniger komplett zugeschweißt. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir noch gewisse Bereiche brauchen, wo dieses Lager einfach drin arbeitet. Das kann man ganz gut sehen. Jetzt muss man mal einmal rumkommen, René, und einmal von hier filmen. Hier sieht man diese Auskerbung und da wandert logischerweise die Achse so rein. Oh, das heißt, bis wir das wirklich so hatten, wie es jetzt ist, war das wirklich gut Action. Hat sich aber gelohnt. An der Stelle nochmal vielen Dank an Jan, der mir da geholfen hat. So, dann haben wir, genau, Achse ist jetzt soweit komplett, also kann jetzt kein Spiel mehr haben. Also diese Halter können sich unmöglich bewegen. Also wenn die Halter sich noch bewegen, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, sich einen Billethalter zu fräsen. Das wäre dann der finale Step. Die Lager sind spielfrei, also das ist jetzt wirklich genau so, wie es sein muss. Dann hat Phil mir ein paar Platten gefräst. Diese Platten sitzen hier zwischen. So, ihr erinnert euch ja an das Video, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir gerne an der Hinterachse die Spur weiter aufmachen wollen. Das heißt, die Räder zeigen dann so ein bisschen nach links, rechts offen, dass dadurch das Heck mehr oder weniger beim Einlenken vorne, hinten mit um die Kurve fährt. Das geht an dieser Achse nicht, weil diese, ich sage jetzt mal vorsichtig, Starrachse, auch wenn es keine Starrachse ist, kann man halt nicht einstellen, das ist alles fest verschweißt und deswegen muss man mit solchen Platten arbeiten, die hier drunter kommen. Und da war es jetzt halt genau, dass wir uns Pi mal Daumen ausrechnen mussten, wie viel diese Platten abfräst bzw. abschleift, damit wir jetzt passend Sturz und Spur haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Vermessen fahren, das nicht passt, alles wieder ausbauen, neue Platte auf. Aber das ist bei solchen Achsen leider so. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal einen mittleren Weg gewählt, wo wir so ungefähr auf 1 Grad Sturz kommen sollten. Das ist das, was ich gerne so hätte. Zwischenzeitlich sind wir ja schon mit gut 2 Grad Sturz gefahren. Ich würde aber gerne so auf 1 Grad, weil dann haben wir auch weniger Ärger mit den Rädern. Das heißt, die Platte ist jetzt aber oben und unten gleich dick oder wie wird das dann gelöst? Nee, das ist ja quasi genau der Sturz, dass wenn du jetzt hier drauf gucken würdest, ist sie unten dicker, oben dünner und dadurch wandert das ganze Rad so. Okay. Zusätzlich war jetzt aber das Problem, wir mussten quasi mehr oder weniger in 2 Ebenen denken. Zusätzlich wollen wir die Spur ja noch aufmachen, das heißt, die Platte muss auch noch so gekippt werden. Mhm. So, und dann wurde sie passend dazu abgefräst. So, das heißt, mit ganz viel Glück haben wir die Spur hier um 10 Minuten verändert und den Sturz ungefähr um 1 Grad. Und da müsste bei rauskommen, dass die Spur ungefähr erstmal offen ist. Also, stopp, nicht offen, neutral, dass die Räder erstmal gerade stehen. Das wäre erstmal Step 1 und da würden wir dann drauf aufbauen. Mhm. So, man muss, tendenziell muss man jedes Mal die Schrauben lösen, das Ganze abziehen und wieder rein. So, das ist jetzt so aber mit der Bremse und allem wirklich finito. Das kann da rein, damit es da dann weitergehen kann. Jetzt kommen wir zu den interessanteren Sachen. Wobei ich das auch schon höchstgradig interessant fand.
Da, der Front. So, wir haben es tatsächlich hinbekommen, dass hier alles drin ist. Würdest du den Ladeluftkühler silber lassen oder schwarz machen? Silber. Ja, war mir klar. Warum? Frag ich mal. Ja, weil ich eigentlich immer so undercover ganz geil fand. Und, ja, so, aber nicht bei dem Ding. So sieht das halt schon heftig aus, ne? Wie, warum? Du würdest echt schwarz machen? Ja, der letzte Wagner-Kühler war ja auch schwarz. Mhm. Und irgendwie fand ich schwarz schon cool. So, Kühler hier ist drin. Wasserkühler ist drin. Ansaugung ist drin. Da konnten wir tatsächlich die alte nehmen. Das heißt, diese Öffnung, wir bringen euch jetzt mal auf den aktuellen Stand, wie wir die Front nutzen. Diese Öffnung ist jetzt für den Luftfilter hier hinter mit der Ansaugung. Fett in der Mitte ist der Ladeluftkühler. Hier müssen wir nur noch links, rechts eine kleine, das ist jetzt der letzte Schritt, den wir noch machen müssen, eine kleine Umfeldabdichtung nennt sich das eigentlich machen. Das heißt, hier kommt noch ein Blech dran, dass die Luft, die hier vorne rein kann, auch wenn das schon nahezu ideal ist, also diese 2 cm Luft, die hier dazwischen sind, aber es geht trotzdem besser. Das heißt, hier kommt noch ein kleines Blech ran, dass die Luft wirklich durch den Kühler muss. Das heißt, Mitte Ladeluftkühler. So, und jetzt haben wir gebaut hier, haben wir unseren Ölkühler hingesetzt, der eine dezente Größe hat für dieses Fachzeug. Aber ganz wichtig bei dem Ölkühler, der sollte auch im Fahrtwind stehen, aber nicht vor dem Wasserkühler sein. Und so haben wir wirklich alle Ecken von dem Auto genutzt. Das ist jetzt ein ganz normaler Aluskühler, oder was? Genau. Gibt es halt in verschiedensten Größen immer. Und die Größe fand ich, dass hier am besten reinpasst. So, jetzt hat witzigerweise hat der eigentlich fürs Tagfahrlicht von hinten eine Klappe. So, das ist noch ein letzter Punkt, den wir noch machen müssen. Viele vergessen das immer. Jegliche Luft, die in einen Kühler rein muss, muss natürlich auch aus dem Kühler wieder raus. Extrem entscheidend, wo die Luft halt hin kann. Jetzt darf man nicht vergessen, hinter geht das Rad lang. Tendenziell ist im Kotflügel sogar ein Überdruck. Das heißt, die Luft kann da schwer zusätzlich noch reinströmen. Man müsste eher eine Abluft erzeugen. Das haben viele Rennautos hinter dem Rad vorne, dass die Luft da wirklich hinter dem Rad weg kann. Das heißt, ist das warme Luft oder kalte Luft, die dann rauskommt? Logischerweise muss sie warm sein. Ach, weil sie durchs Öl geht? Ja, weil sie durch den Kühler geht, mhm, und halt die Wärme aus der Flüssigkeit rauszieht und somit in die Luft abgibt. Aber man hat so einen heftigen Volumenstrom während der Fahrt, der da einfach durchgeht. Das ist einfach so viel Luft. Man müsste es jetzt mal messen, aber ich würde behaupten, selbst wenn der Kühler 100 Grad hat, wird die Luft, die da rauskommt, wahrscheinlich 5 Grad wärmer sein. Okay. So. Könnte man das nicht gleichzeitig für die Bremse nutzen irgendwie? Ja, brauchen wir aber in dem Fall gar nicht, weil wir haben jetzt ja tatsächlich noch genau diese Fläche hier frei. Und das ist für eine Bremse mehr als genug Fläche. Das heißt, Daniel, Animal Racing, wo wir waren, der baut jetzt genau für diesen Bereich. Da fällt mir auch gerade ein, das könnten wir natürlich auch als Nahfeldabdichtung nehmen. Weißt du, bevor ich jetzt hier ein Blech anschweiße, um das abzudichten zum Gitter hin, mhm, kann natürlich auch den Trichter, den er mir druckt, bis hier gehen, dass ich quasi einen sauberen Übergang habe. Luft nach da und ab hier fängt der Trichter schon an, mhm, und geht dann hier so komplett rum. Und dann gehen wir, kann man auf der Seite hier besser sehen, gehen wir dann mehr oder weniger da so geradeaus durch auf den Querlenker zur Bremse mit dem Schlauch. So. Und dann ist wirklich 100% von dieser Front ausgenutzt. Also mehr kann man dann wirklich nicht mehr nutzen. Neues halt, ne? Das ist Motorsport. Kühler, Kühler, Kühler. So, wichtig beim Ölkühler ist immer, der muss vernünftig gelagert sein, sonst geht er kaputt. Das heißt, ich baue mir einfach immer einfach aus dem U-Profil oben, unten Kanten verschweißen an Längsträger ran. Wichtig ist nämlich auch, dass dieses U-Profil gibt dem ganzen Kühler nochmal Stabilität. Dadurch, dass er die obere und die untere Platte miteinander verbindet, ist der ganze Kühler an sich verbindungssteifer und oben das Ganze einfach nochmal einmal abgestützt. Hier sind überall so Gummi-Segmentblöcke zwischen. Kannst du hier auch mal einmal reinfilmen, sieht man hier auch schön. Das sind alles so Gummiblöcke, die da die Vibrationen und Schwingungen und so weiter rausnehmen. Mhm. Hatte der vorher schon Ölkühler? Nein. Nee, gar nicht. Also ja, das habe ich ja alles rausgeschmissen, da kommen wir gleich drauf. Dieses gesamte Paket war original der Ölkühler. Ach so. Das heißt, das Öl kam aus dem Motor raus, geht durch den Filter, geht durch diesen Wärmetauscher. Das heißt, hier ist quasi ein Kühler drin, wo nicht Luft durchströmt, sondern diese Kapselung drumherum geht Kühlwasser durch. Ah, okay. So, das heißt, das 100 Grad warme Kühlwasser kühlt das Öl. Mhm. Könnte auch ein Grund sein, warum auf der Rennstrecke die Temperatur immer höher gegangen ist, weil natürlich das Öl auf Dauerlast immer wärmer wird und somit auch das Wasser immer höher zieht. Mhm.
So, deswegen trennt man da ganz gerne die beiden Kreisläufe. Das heißt, dieses ganze Geraffel, was ihr jetzt gerade noch seht, werdet ihr gleich nicht mehr sehen, weil das habe ich alles umgebaut. So, jetzt dieser Punkt mit der Strebe. Viele haben natürlich geschrieben, warum habt ihr hier nicht Platten drauf gemacht und es schraubbar gemacht? Das zeige ich euch jetzt gleich beim Abbauen. Wir brauchten es einfach nicht schraubbar machen mit Platten, weil dieses Teil besteht ja nur noch aus dem bisschen oben drüber. So, und unser Plan war es ja gerade, das zeige ich euch gleich, ich kann jetzt dieses komplette Schlauchpaket einfach massiv hier anfassen und abnehmen. Kühlerpaket, sorry. Das war so der Plan, in weiser Voraussicht, man weiß ja nie, wie, wo, was man was zerlegen muss, aber der Tag wird kommen. Wenn man auf dem Bilzerberg kurz einen Motor tauscht. Genau, das war übrigens der erste Motor, den ich eingebaut habe, ohne Motorkran. Krass, ja, weil das Ding nicht zwiegt, ne? Genau, den kannst du einfach auf den Tisch stellen, stellst den Tisch davor, fährst das Auto runter, zwei Leute, Buff drauf. Und das sogar bei zwei Leuten von mir. Nee, nee, also da liegt wirklich nichts. Aber also ich war wirklich, stand hier vor, ich fand die Lösung, es gibt ja immer so Momente, wo man selber was baut und das einfach feiert. Mit Sicherheit haben einige recht, dass dieser Träger mit Absicht weich war für Crashschutz, also Crashschutz im Sinne von Knautschzone, dass einfach die Energie nach und nach abgebaut wird, wenn ich wo reinfahre. Mhm. Wenn wir jetzt aber von einer Zelle mit Hosenträgergurten, wo ich fest im Sitz sitze, rede, hat das mit Knautschzone und so weiter eh nichts mehr zu tun, weil man da eh ganz andere Unfallabläufe hat. Das ist für uns einfach nicht mehr relevant. Fakt ist, wenn man jetzt sieht, diese vier fetten M10-Schrauben verbinden jetzt diese Platte, die wir zusätzlich ja noch mit diesen Dreiecken versteift haben, komplett mit dem Längsträger. Das sieht man ganz gut, wenn man jetzt von der Hinterseite so drauf guckt. Ne? So, und ich kann euch sagen, dieses Chromorohr, man merkt es einfach schon beim Schraubenanziehen. Das ist sowas von steif. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall noch Gewicht, was du einsparen kannst. Ist das hier nicht die Hupe? Ja, ja. Ja, aber Hupe brauchen wir. Wie soll ich sonst die ganzen GTIs auf dem Golfpilzerberg weghucken? Nee, die Hupe muss. Hupe muss weißt du, weil es kann ja schon immer mal sein, dass du selbst auf der Rennstrecke. So, also, stopp. Wir sind immer noch bei der Variante, dass ich versuche, auf dieses Auto TÜV zu bekommen. Jetzt werden einige lachen, ne? Geht niemals. Ist aber Quatsch. Also, wir waren ja selber gerade erst bei Wiechers. Man braucht nur einen TÜV-Prüfer, der den kompletten Umbau begleitet. So, haben sich witzigerweise sogar, darf ich noch nicht zu viel verraten, aber es haben sich sogar welche bei mir per E-Mail gemeldet, die das gerne machen würden. Okay, cool. So, das heißt jetzt nicht, dass Herr Kess einfach den Katalysator ausbauen kann und damit auf der Straße rumfährt. Geht natürlich nicht, deswegen ist in der Downpipe auch wieder ein Cut drin. Mhm. So, deswegen müssen wir natürlich, auch wenn wir die Xenon-Scheinwerfer anbauen, eine Scheinwerferreinigungsanlage einbauen, heißt jetzt nicht, dass der Tank wie original vorne sitzen muss. Der kann auch genauso hinten im Kofferraum sitzen. Mhm. Das ist erstmal, ne? Es gibt halt nur gewisse Regularien, wo man sich einfach dran halten muss. Mhm. So, und so ist es halt zum Beispiel bei einer Zelle oder einem Käfig. Wenn wir diesen fest in dem Auto verbauen, kann man sogar tatsächlich Airbags austragen lassen. Weil du die Sicherheit erhöhst. Genau. So, weil du ja in einem Käfig in Kombination mit Hosenträgergurten mit dem passenden Sitz, mit der passenden Sitzposition, sitzt du ja definitiv fester und sicherer im Auto als mit den Dach-Airbags. Und deswegen gibt es da tatsächlich Möglichkeiten, das einzutragen. Mhm. So, kommen dann natürlich wieder Sachen mit dazu, dass du eine Polsterung drauf haben musst, um den ganzen Kopf rum, weil wenn du mit dem Kopf ohne Helm, weil Helm tragen ist ja leider verboten, gegen so ein Rohr gegenschlägst, das ist nicht schön. Ja. So, da gibt es halt ein paar Sachen, die man dann beachten muss, aber unterm Strich bin ich mal gespannt. Ja, so. Also noch sehe ich nichts an dem Auto so kritisch, dass ich sagen würde, das würde auf gar keinen Fall mehr eine Straßenlösung kommen. Also da bin ich bisher noch guter Dinge. Aber wir werden sehen. So, pass auf, jetzt nehmen wir die ganze Front in einem Stück ab. Was cool ist, wir sind wirklich soweit fertig. Alle Rohre gebaut. Hier, das war das aufwendigste Druckrohr in meinem Leben, was ich jemals gebaut habe. Zeige ich euch gleich, wenn der Kühler ab ist. Das ist nämlich einfach nur ein gerades Rohr geworden. Ist alles gebaut. Ein letzter Punkt noch, diese sogenannte Umfeldabschottung, die wir hier unten machen wollten, müssen wir natürlich hier oben an dem Kühler auch noch machen. Das ist auch der Grund, warum ich diese ganzen Gewinde noch nicht abgeflext habe von dem schönen Alu-Kühler. Normalerweise sind die dafür da, dass der Klimakühler davor hängt. Selbst der hat übrigens noch genug Platz, dass wir ihn theoretisch wieder einbauen können. So, also wenn wir theoretisch nochmal mit Klimaanlage rumfahren wollen, könnten wir noch dazwischen machen. Das heißt, Klimaanlage und sowas ist auch alles komplett raus. Ja, klar, das muss alles. Das ist Motorsport.
Hat aber mehr den Grund, gar nicht unbedingt Gewicht. Für Gewicht würde ich sie schon gerne drin lassen, weil ich erinnere dich neulich an dieses Ferrari-Rennauto, 80, 90 Grad im Innenraum. Ja. So, dann wird halt auch Fahren in der Sauna ganz schön anstrengend. Mhm. Aber in dem Fall ist es einfach so, jetzt stell mal vor, du hast hier noch diesen Klimakühler zwischen. Ich glaube, die ganze Thermik vom Motor schafft das gar nicht. Ja, das kann sein. So, deswegen müssen wir jetzt, schrauben wir hier noch genauso. Da kannte ich mir einfach ein schönes Alublech, was den Wasserkühler nach links und rechts nochmal abschottet. Das heißt, jegliche Luft, die durch den Ladeluftkühler oder hier dran vorbei auf den Wasserkühler kommt, gar nicht erst links und rechts dran vorbei kann. Sondern hier wirklich zur Stoßstange bündig kommt nochmal so ein Blechlein dran, was wir dann hier schön aussparen. Das ist jetzt auch alles leistungsmäßig eigentlich so gebaut, dass wir da eigentlich schon alles für einen größeren Schritt noch theoretisch vorbereitet haben. Achso, hier einmal musst du doch mal filmen, von da einmal rein. Wie eng das selbst mit dem kleinen Tobola dann doch schon so ist. Ne? Mhm. Ausgebaut denkt man, Alter, was ist das für ein Riesen. Wie riesig ist das so alles? Aber eingebaut passt es dann doch. Also. Und was schätzt du, was wiegt das Paket dann so im Ganzen? Das ist schwer. Aber man darf auch nicht vergessen, da sind halt alle Kühler dran. Ne? Weißt du, da sind halt in dem Moment alle Kühler dran. Das wiegt natürlich auch ein paar Kilo. Aber dafür kann man es halt vernünftig anpacken. Und wirklich in einem Teil einfach komplett die Front abnehmen. Ja, und du hast den Originalkühler gelassen, ne? Nee, Lüfter. Mein ich doch. Lüfter, ja genau. Lüfter ist original, weil der sieht mir so aus, als wenn der so viel Power hätte, dass er was können muss. Wir haben den, weil das ist ja ein Upgrade-Wasserkühler für den Abarth. Das heißt, die ganzen Punkte sind wie original. Hier haben wir diesen fetten Lüfter, weil guck dir mal an, wie groß der ist. Wie dick die Kabel sind und so, ne? Mhm. Der wird schon was können. Das ist alles Blech. Hier haben wir ein paar Laschen eingeschweißt. Und der ganze Kühler samt Lüfter hängt jetzt auch direkt an dem Metallträger. So, und hier zwischen sind überall so kleine Gummisegmentblöcke. Das heißt, das Ganze ist noch schön gelagert. Wichtig ist immer, wenn ihr solche Halter baut, macht euch ruhig den Aufwand und zieht nochmal einmal eine kleine Abstützung rein. Weil dieses Blechlein bringt halt in Stabilität in die Richtung halt einfach immer Welten. So, aber in Summe gefällt mir das so. Das kann schon was. So, jetzt kommen wir zum technischen Teil. Und was halt auch geil ist, man kann es einfach hinstellen. Mhm. Technischer Teil. Also erstmal zeige ich euch mal hier. Das ist ein Punkt. Fiat-Motor. Der hat einen ganz krassen Kopf. Der Kopf ist getrennt. Das heißt, wir haben einmal den eigentlichen Zylinderkopf mit Kanälen, Ventilen und so weiter. Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, da kommt natürlich noch was. Und dann kommt oben drüber ein Deckel, wo die beiden Nockenwellen drin laufen, wo die Hydrostößel drin sind. Und dieser Deckel ist nach oben hin komplett geschlossen. Also es gibt eigentlich keinen Ventildeckel mehr, den man abnehmen kann. Was ein bisschen schade ist, weil ich hätte natürlich lieb gerne Ventildeckel in Orange gemacht. Das Teil hier strahlen und pulvern würde ich mir nur zutrauen, wenn man wirklich jede Öffnung zumacht, weil du kriegst dieses Strahlgut nie wieder raus. Mhm. Das heißt, das ist später im Öl drin und so weiter. Da würde ich die Finger von lassen. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wie wir das hübsch kriegen. So, jetzt geht's los. Also, ich muss euch einmal abholen. Wir haben hier verbaut von der Firma HRE einen Abgaskrümmer. Extrem cool. Dort sehen wir den Original. Der HAE-Krümmer ist in allen Bereichen ein bisschen dicker. Also wenn wir jetzt gleich wieder rüber gehen, achtet mal drauf. Dieser ganze Bereich ist ein bisschen homogener gestaltet. Das heißt, die Abgase können so ein bisschen mehr nach unten und dann nach oben in den Turbolader reinströmen. Und alle Querschnitte sind ein bisschen größer. Ist aber bolt-on, plug-and-play. Das heißt, die Laderposition bleibt 1:1. Der kommt auch wahlweise von dem direkt thermoisoliert. Und passt wirklich so 1:1 drauf. So, dann haben wir ja hier unseren TTE 3XXX-Lader, der übrigens, wenn man jetzt so drauf guckt, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Kann man so machen, ne? Also der Verdichter da drin lässt auf jeden Fall gut schon.
TTE-Lader. Dann hat Benny uns ja schon wieder eine neue Downpipe gebaut, weil der Turbolader hier einen anderen Anschluss hat. Und das hat beides der liebe Martin Thermotec einmal isoliert. Weil mittlerweile bin ich leider so, es muss einfach schwarz isoliert sein. Sieht einfach so krass aus in schwarz. Ja, ist schon schön, ne, von Optik. Ja, ja, also das ist schon, jetzt ist es sogar schon so weit, ich schicke Martin Fotos, er sagt, ey, das können wir unmöglich so lassen. Den Teil müssen wir leider auch noch isolieren, gerade weil es so nah an der Ölwanne ist. Ölwanne übrigens 10 PS mehr, weil orange gepulvert. Da ist es so, auch die ist immer kritisch, die zu pulvern, weil natürlich beim Strahlen innen das ganze Material sich auch auf der Oberfläche innen sammelt. Mhm. Aber das kriegt man ja vernünftig gereinigt. Da geht man mit dem Hochdruckreiniger einmal durch, dann ist das wieder Porno. Das ist die größere Ölwanne plus 2 Liter mehr Öl. Das heißt, hier müssen wir jetzt nochmal einen Schnitt setzen, dass man dieses Teil abnehmen kann. Das ist aktuell ein Teil mit dem Auspuff und dann wird das unten auch nochmal eloxiert. So, genau. Also HAE-Abgaskrümmer und HAE-Ansaugbrücke. Da kommen wir am Ende drauf zu. Jetzt zeige ich euch einmal hier. Richtiges Verkaufsvideo hier heute wieder. Motorhalter. A, uralt. B, sieht man so schon. Okay, das ist natürlich auch typischerweise wieder eingerissen. Dass hier relativ viel Luft, wenig Gummi ist. Das heißt, das wird sich schon gut bewegen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, auch da wieder, man muss einfach live in so einem Auto mal gesessen haben, was passiert, wenn man mit warmen Semislicks über diese Curbs fährt. Gefühlt fällt der Motor ja vorne einfach raus. Das heißt, das muss alles schön nicht zu starr, aber es muss schon starr sein. Und deswegen wieder Italo-Welt, da bestelle ich immer diese DNA Racing Produkte. DNA Racing aus Italien, wo ich ja mittlerweile recht viel an dem Fahrzeug dran habe. Zwei gefräste Halter mit einem PU-Lager zwischen. Das heißt, dieses PU-Lager ist gerade noch so, dass es ein bisschen Schwingung zulässt, aber nicht zu steif ist. Davon haben wir ja auch die Drehmomentstrebe unten drin. Die sieht man jetzt nicht, die müssten wir von unten zeigen. Doch vielleicht da so schräg durchgefilmt. Ganz unten neben dem Auspuff ist so eine Strebe, wo diese Schraube da so rausguckt. Nicht verwundern lassen, normalerweise ist das Gold eloxiert. Gold eloxiert war natürlich gar nichts für mich. Deswegen schwarz gemacht. Aber krass, was es alles an Teilen für die Buden gibt. Ne? Mhm. Also das ist schon, also klar, es gibt für jeden Golf auch wahrscheinlich verstärkte Motorhalter und so. Aber man merkt, dass das Abba-Zubehör schon so ein bisschen, zumindest das Zeug, was aus Italien kommt, so ein bisschen rennstreckenlastiger ist. Ne? Weil guck mal, mittlerweile Motorlager, Domstrebe, Drehmomentstrebe hinten, Querlenker, die Uniball-Lager von der Hinterachse. Weil muss ich einen großen DNA-Aufkleber aufs Auto draufkleben. Nur ist halt leider auch wieder falsche Farbe. Mhm. So. Das können wir leider. Und dazu auch alles ganz oft Silber. Ich bin ja irgendwie so ein Schwarz-Fan. Wie wir am Ladespieler gesehen haben. Deswegen, alles, was jetzt hier gerade aus Alu gebaut ist, wird natürlich noch gepulvert. So, Thema Druckrohre. Mussten wir bei diesem Fahrzeug, weil da halt einfach Performance im Vordergrund steht, richtet man sich dabei nach dem Ausgangsdurchmesser vom Turbolader und Drosselklappendurchmesser. So, egal wem ich das zeige, alle sagen immer, sie haben noch nie so eine kleine Drosselklappe gesehen. aber es hat einen Grund, warum die so klein ist. Also, nee, es hat keinen Grund. Es ist einfach so, sie ist groß genug, sie muss nicht größer sein. Deswegen habe ich jetzt aber bei diesem Auto tatsächlich mal die Druckrohre in 50 mm gebaut. Das passt zur Drosselklappe und zu dem Flansch, weil es ist einfach so, ihr dürft immer nicht vergessen, wenn ihr 2 Bar Ladedruck fahrt, dann hat das gesamte System 2 Bar. Pumpt ihr diese 2 Bar jetzt in ein kleines System oder in ein großes System, geht es natürlich schneller oder dauert länger. Grob vergleichbar mit, du bläst kleine und großen Luftballon auf. Mhm. Bis du einen großen Luftballon wirklich voll hast, dauert es halt einfach länger als ein kleiner. Und deswegen wäre es in dem Fall jetzt einfach doof für die Optik, fette Rohre reinzulegen. Klar sehen fette Rohre immer geil aus, keine Frage. Wie ein großer Turbolader. Aber hier geht es ja wirklich um Performance auf der Strecke am Ende, wo wir ja bekanntlicherweise wissen, da ist Leistung eigentlich zweitrangig, sondern das Ding muss halt spontan fahren. Man muss mit dem Gasfuß aus der Kurve raus beschleunigen können, gerade mit Frontantrieb. Und das Ding darf nicht so 0 oder 1 sich einfach nur massiv aufblasen. Mhm. Deswegen hier nur ein 50er Rohr. Genauso wichtig ist es dabei auch, dass man sowas immer vernünftig abstützt. Das heißt, wir haben hier, seht ihr da, aus Alu noch einen Halter dran gemacht, dass das Rohr richtig schön verschraubt wird und nie wieder irgendwie irgendwo anders hin kann. Dann ist das nämlich auch kein Problem, dass wir in dem Fall mit
Silikonschläuchen gearbeitet haben. Normalerweise würde ich immer einen Bogen, ein Endstück und einen Wulstverbinder machen. Aber ich sag euch, ein 50 mm 90 Grad Bogen, das sieht einfach... Der blaue wird aber noch gegen den schwarzen. Ja, das war hier so. Das sind immer, ich habe immer so eine Kiste zum Bauen. Weißt du, weil du schneidest den dann ja ab, dann kommst du mit der Flex gegen, dann saust du sie ein und so weiter. Ne? Das ist immer, einmal habe ich so eine Kiste mit alten Schläuchen so zum Bauen, und wenn ich dann wirklich weiß, wie, wo, was, alles gepulvert, final montiert, dann kommen die guten. Ein Anschluss Wassermethanol und ein Anschluss hier schon mal vorsorglich reingemacht, dass einfach das Material dicker ist. Hier können wir alles reinmachen, was wir wollen. Das heißt, da kann Ansauglufttemperatur, Ladedruck, alles rein. Zweite Rohr war in dem Fall extrem einfach. Das sitzt einfach hier gerade dran und geht unten zum Kühler. Das war easy. So, jetzt letzte Thematik. Ansaugbrücke machen wir gleich noch. Beste kommen zum Schluss. Die ganze Verrohrung. Wir mussten einmal das Wasserrohr umschweißen. Ging aber auch ganz einfach. Das heißt, wir haben es hier einfach nur einmal abgeschnitten und haben das ganze Rohr ein bisschen weiter nach hier gedreht, weil sonst wäre es genau hier gegen den Anschluss gekommen. So haben wir jetzt hier schön Platz, können weiterhin die originalen Schläuche nehmen, haben das Ganze nur ein bisschen zueinander verdreht. Fertig. Dann haben wir das ganze Wasserkreislauf ein bisschen auf den Kopf gestellt. Bei uns ist dieses ganze Geraffel, was ihr da, was ich euch erklärt habe, ganze Geraffel, alles raus, jegliches Wasser kommt jetzt vom Kühler, geht hier in die Wasserpumpe rein, geht durch den Kopf, kommt aus dem Kopf raus. Hier drin ist ein Thermostat. Das heißt, in dem Moment, Thermostat ist offen. Es geht direkt in den Wasserkühler und fängt wieder von vorne an. Thermostat ist zu. Dann geht es hier durch den Innenraum. Das ist die Heizung im Innenraum. Die bleibt auch, weil genauso braucht man auf der Rennstrecke leider auch eine Heizung, auch wegen Scheibenbeschlagen und so weiter. Und es gibt halt auch mal Tage, wo es kalt ist. Geht es hier einmal durch den Innenraum, mit an dieser Verbindung hier wieder zurück zum zur Pumpe. So, wir haben allerdings die Versorgung vom Turbolader ein bisschen abgeändert. Wir wollen nämlich das kalte Öl definitiv erstmal durch den Motor jagen. Das heißt, das Wasser, was jetzt hier rauskommt, den Flansch haben wir einfach rumgeschweißt, geht auf den Dash 6, geht dann hier zum Turbolader. Keine Angst, die werden natürlich auch alle schwarz am Ende. Geht hier einmal mit unseren schönen PTFE-Leitungen. So sieht das Ganze dann aus. Eigentlich recht einfach. Geht hier einmal durch den Turbolader. Ganz wichtig, Turbolader wassergekühlt. Einfach um diese immense Temperatur, weil ihr dürft immer nicht vergessen, jegliche Abgase gehen wirklich vom Krümmer durch die Schnecke hier wieder raus. Das heißt, das Ganze wird schon richtig, richtig heiß auf der Rennstrecke. Deswegen wichtig, hier ordentlich Wasser durch. Das kommt dann von hier aus, geht es einfach wieder zurück vor die Wasserpumpe. Und schon haben wir da den Kreislauf für den Tola hergestellt. Und das war Zulaufwasser. Dann, genauso Öl, eigentlich auch recht einfach. Hier an der Seite sitzt normalerweise der Öldruckschalter fürs Tacho. Den raus, kleinen Adapter rein, Dashleitung rein. Dann haben wir nämlich gefiltertes Öl, weil das ist nämlich eine Abnahmestelle hinter dem Ölfilter. Geht von dort einfach mit einer Dash 4 Leitung hier oben an den Turbolader. Öl geht rein, geht durch den Turbolader durch, hier wieder raus. Hier haben wir einfach die Originalleitung abgeschnitten. Schnitt Nummer 1, Dash angeschweißt, schön Dash 10 Rückläuf. Hier unten genau das gleiche. Einfach original abgeschnitten, Dash dran. Und wieder rein. Das muss natürlich alles noch ein bisschen schön gemacht werden. Das sind jetzt die nächsten Schritte dann. So, das heißt, hier haben wir auch, zack, einen schönen Rücklauf. Und da ist auch alles geklärt. So, jetzt Thema Ölkühler. Das war der letzte Punkt. Ganze Geraffel weg. Dafür kommt eine sogenannte Sandwich-Platte ran. Das ist einfach nur eine Platte, die quasi zwischen Motor und Filter das Öl einmal abzwackt. Und jegliches Öl muss jetzt hier durch unseren Kühler, eigentlich viel zu großer Kühler für so ein Auto, aber bei der Leistung auf der Rennstrecke kann ein Kühler nie groß genug sein, geht dann wieder zurück und rein. In dieser Platte ist ein Thermostat drin, das ist von hier unten reingeschraubt. Das heißt, unter einer gewissen Öltemperatur, ich glaube in dem Fall sind es so 70 Grad ungefähr, geht das Öl nicht durch den Kühler, sondern geht intern einfach direkt durch. Mhm. So, hier einen kleinen normalen Filter hinter.
Schon haben wir wieder jede Menge Platz, weil jetzt ist das Ganze richtig schön offen hier. Gefällt mir auch wirklich mittlerweile. Wenn das alles zusammengebaut ist, alles schön in schwarz, wird das schon ein bisschen gut sehen. Weil normalerweise baue ich das Ganze immer so dezent mit wirklich Rohr an Rohr an Rohr, Schlauch und so weiter. Mhm. Aber hier versuche ich einfach wirklich mal nur auf Funktion zu bauen. Das heißt, möglichst viel Luft lassen überall, dass die Luft möglichst gut durch kann, dass das alles schön gekühlt ist und so weiter. Ja, das kann jetzt theoretisch alles final montiert werden. Das heißt, wir können jetzt alles schön pulvern, können die Leitung fertig machen, können Hitzeschutz rummachen, können hier den Deckel draufsetzen und so weiter. Ich habe mir von HEE Ansaugbrücke und den Krümmer gegönnt. Alles zum Thema Motor gehen wir später nochmal drauf an. Haben wir ja schon angefangen bei Subi, aber da kommt noch was zum Kopf und so weiter. Hätte ich auch einen reingedreht. Ja. Dann kriege ich die Ansaugbrücke zugeschickt in einem Karton, wo ich mir dachte, wow, das war ein Holzkarton, wo die Brücke drin war. Und jetzt kommt's, diese ganze Brücke, die ihr hier seht, ist komplett 3D gedruckt. Das ist ein komplettes Druckteil. Optik finde ich extrem cool, passt sich irgendwie extrem gut in diesen Motorraum rein. Auch wieder schön schwarz, das heißt, das Ganze wird am Ende noch einigermaßen dezent aussehen, aber wenn ich die gleich in der Hand habe, ist das schon wirklich beeindruckend, dass man wirklich heutzutage mittlerweile eine komplette Ansaugbrücke einfach druckt. Weißt du, früher, was für Material ist das dann? Früher hätte man eine Gießform gemacht, hätte das Ganze extrem aufwendig gegossen. Jetzt einfach nur Drucker anschmeißen, kann man ja den Druck mal gucken. Soll druckfest, die machen einen Test bis 3 bar. Krass. Und wenn das Ding hier 3 bar macht, dann fliege ich über den Bildserver. Guckt euch das an, Alter. Das ist komplett gedruckt. Na krass. Also das ist schon irgendwie ein spezielles Material mit einem speziellen einer speziellen Faser drin, da müsst ihr jetzt entschuldigen, Kunststoff ist wirklich so, ich glaube, es gibt da PPE, also das ist jetzt PPE und das ist komplett resistent gegen jegliche Kraftstoffe. Ein Punkt ist, ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Es soll funktionieren, fahren da schon einige mit rum. Ist auch nicht sonderlich günstig, so eine Ansaugbrücke. Liegt, glaube ich, bei 1.200 €. Mhm. Aber durch dieses Druckverfahren hat man natürlich Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Also hier drin sind richtig schöne Trichter drin und das Ganze ist natürlich auf einer Flow-Simulation vorher einmal gestaltet worden. Ähnlich wie wir das beim Lambo bei der Ansaugbrücke gemacht haben. Mhm. Und ich lasse mich überraschen. Man sieht schön, wie das Volumen nach hinten hin immer weniger wird, weil logischerweise hier vorne, bevor ein Zylinder Luft abgenommen hat, das Volumen am größten sein muss. Und nach hinten hin wird es immer weniger. Sowohl so als auch so. Ja, und sieht halt einfach nur sexy aus. Ich bin gespannt, gerade so diese Bereiche, wo es geklemmt wird, weißt du, weil überleg mal, was da in diesem Motorraum drin los ist. Ne? Ja, stimmt. Die ganze Zeit geht es so und so und so und 100 Grad, 0 Grad, 100 Grad, 200 Grad, 150 Grad, 30 Grad, 40 Grad und so weiter. Ne? Also ein bisschen was abkönnen. Muss richtig, richtig arbeiten, das Ding. Aber jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, es gibt auch, ich habe lange geguckt, welche Brücke, wie, wo, was nehmen wir hierfür? Weil das Ganze ja noch einigermaßen alles immer im Rahmen bleiben soll. Es gibt auch einfach nichts. Es gibt eine Brücke von Italienern, die ist dann aber, ja, die sieht so aus, als wenn Tom und ich einen schlechten Tag haben und auf dem Samstagabend mal kurze Brücke zusammenschweißen. So ein bisschen. Und dann wird es da auch schon dünner. Also es gibt da jetzt auch nicht so das Maß der Dinge voll billet und so weiter. Mhm. Und Ansaugbrücke ist halt leider immer teuer. Für einen R32, für einen VR kostet die ganzen Ansaugbrücken auch immer 1.000 €. Mhm. Deswegen muss man da leider mal sauren Apfel beißen. Ich zeige euch aber einmal den Originalklumpen. Hier ist noch der Kabelrohr drin. Das ist die Originalansaugbrücke, welche übrigens auch aus Kunststoff ist. Die ist original auch aus Kunststoff. So war nämlich die Aussage. Ich habe Sprachnachricht zur HEE geschickt und nachgefragt. Frank, sag mal, habe ich jetzt die richtige Ansaugbrücke bekommen oder ist das erstmal nur ein Muster zum Reinhängen, zum Angucken? Nee, kannst du so einbauen? Funktioniert so. Krass, bin wirklich gespannt. Aber original ist auch aus Kunststoff. Somit lassen wir uns überraschen, wie es funktioniert. Ja, so weitere Schritte sind jetzt folgende.
wir fahren jetzt als nächstes, wir machen jetzt die Achse hinten rein, dass das Ding wieder rollbar ist. Dann fahren wir mit dem Ding zu Nils, kümmern uns noch einmal um diese Strebe, die noch in die Achse soll. Das wird der nächste Punkt. Hier die Achse mit einer Chromo-Strebe verbinden. Ich würde nämlich gerne auch vom Längsträger mit einer Chromo-Strebe auf die Achse gehen. Das heißt, die steht dann ungefähr hier so. Von hier runter auf die Achse. Weil das wäre nämlich Master-Ding. Ja. Achso, Getriebelager gab es übrigens nicht zu kaufen. Da gab es noch nichts. Da mussten wir da selbst in die eigene Trickkiste greifen. Aus dem Zubehör für 20 Euro neues Lager gekauft und einfach randvoll mit Scheibenkleber gemacht. Und unten sieht man die auch schön. Ne? Komplett ausgefüllt mit Scheibenkleber. Und schon ist das Ganze so... Oh, der ist fest drin, ja. So, dass man das machen kann. Dann angefangen, Schaltungen umzurüsten. Hier kann man auch recht einfach machen. So ist original. Da ist ein Kugelkopf einfach drin hier. Kann man auch genauso einfach einen Uniball draufschrauben und schon ist auch die Schaltung spielfrei. eBay 3 Euro. Muss nicht immer teuer sein. Ja, Spritversorgung wird noch so ein Punkt. Hier muss irgendwie noch eine coole Einspritzgalerie drauf. Das wird noch ein Punkt. Dann müssen wir uns noch ein bisschen gucken mit Catchtank und so weiter. Ja, ich würde sagen, ihr habt mal wieder jede Menge Technik bekommen. Hab euch einfach einmal abgeholt. Ihr seht, es wird mit dem Auto langsam ernst. Das wird auch richtig, richtig gut. Also ich weiß, wenn wir die ersten Meter mit diesem Fahrzeug fahren werden, werden es einfach feiern, so, weil in kürzester Zeit einfach so dieses Projekt gewachsen ist. Und wenn das Ding auf der Geraden erstmal richtig Meter macht. Auch das Interesse bei den Zuschauern ist ja extrem gewachsen. Genau. Liest so. Man immer mehr. Und ich kann euch sagen, der Punkt kommt erst noch, wo es Klick macht, ne? Weil ich freue mich einfach schon drauf. Wir fahren Bilster Berg, neben uns irgendwie... Ich sag jetzt mal ein M3 als Beispiel, so ein älterer, so ein Sauger oder so ein typischer 325 BMW oder so ein Opel OPC oder ein Golf R, wie auch immer. Ne? Und auf einmal geht der 900 Kilo schwere Abarth mit den 300 PS dran vorbei. Halt, ne? So, da erst dann fängt man, glaube ich, an, dieses Auto ernst zu nehmen und es nicht mehr als belächeln als eins der hässlichsten Autos und so weiter. Ne? Ja. Der Punkt wird definitiv kommen. Da zählt ja auch immer ein bisschen Akustik, Optik und so weiter dazu. Ja. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, wir ziehen das durch. Wir haben nämlich den Plan, Ende April das erste Mal wieder zu fahren. Das heißt, jetzt einmal alles ein bisschen schick machen, Innenraum leer machen, ab zu Wiechers, die Zelle kommt rein und danach geht es dann an die finale Montage. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.